Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda Breath of the Wild. Beim letzten Mal sind wir hier bei der Oase angekommen, beim Bazaar auch genannt. Haben wir uns ein bisschen umgesehen und haben erfahren, dass wir ein Wui sind. übrigens... Scheiß mal gerade mal auf... Hey, Twin Town ist online. Scheiß mal gerade mal auf die Erinnerung, denn der Sturm ist weg. Und diese Gelegenheit würde ich auch gerne nutzen, um mich da ein bisschen umzusehen. Wo waren wir jetzt? Wir waren da, oder? Also da waren wir schon, das heißt, ich muss dahin. Da ist ja auch noch ein Schrein. Stimmt, den habe ich ganz vergessen. Okay, wir müssten von da gekommen sein, meine ich, das letzte Mal. Da schien noch nichts zu sein, aber hier ist ein Schrein. Und das war ja auch schon eine Schreinmission, ne? War es nicht so? Oh Gott, drei Stück waren bei euch. Das muss nicht unbedingt sein. Deswegen ignoriere ich euch mal. Okay, ich habe natürlich keine Ahnung, wie lange dieser Sturm wegbleibt. Ich weiß auch gar nicht, was er tut, wenn er da ist. Wo ist der Schrein? Weit in der Richtung. Typ, was willst du eigentlich, ja? Geh mal sterben. Okay, Kopf, stimmt ja. Okay, richtet sich aber wieder auf, weil die anderen noch leben. Da vorne ist der Schrein, okay. Das könnte ich auch auseinandernehmen, das Lager, aber ich mache es erstmal nicht. Ich will erstmal primär zum Schrein. So, keine Sorge, die Erinnerung machen wir natürlich noch. Aber, wie gesagt, der Sturm ging halt gerade weg und... Eine Sandrobbe. Und ich erinnere mich an den Trader, mit dem kann man irgendwie... Ich wahrscheinlich ranschleichen, oder? Moment. Ich denke nicht, was so einfach geht. Was will ich gerade machen? Das hier will ich machen. So. Ich bin immer wieder verwirrt wegen dem Menü. Irgendwie. Weiß auch nicht. Hä? Ach da. War auch getrennt von den anderen. Die schnapp ich mir, Kollege. Oh, shit. Es ist kalt. Okay. Es wird auch gerade Nacht. Yo! Was zum Teufel? Kann ich ihn auch lenken, oder? Ja, doch, ich lenke den. Antreiben, achso. Wow! Alles klar. Alter, das ist geil. Das ist ja mega. Da ist noch eins. Das ist mal geil. Aber die kann man wahrscheinlich auch nicht. So, Moment, ich muss mal gerade meine Ausrüstung wieder ändern. Das geht ja so nicht. Fühle ich mir noch den Arsch ab. Das ist cool. Kann man vermutlich auch nicht registrieren, vor allem weil die, glaube ich, nur im Sand sich bewegen können. Aber ist ganz cool. Ich hoffe, die hauen nicht ab. Wenn ich hier wieder absteige, wie kann ich überhaupt absteigen? Wahrscheinlich springen. Nein, du musst. Ich dachte, ich kam von hier. Wo ist der Schrein hin? Au, oh, oh, oh shit, das wollte ich nicht. Tut mir leid. So, weiter geht's. Das ist nur ein bisschen schwerfällig zu steuern. Nicht ganz so einfach. Okay, ich näher mich wieder. Wo ist denn der jetzt hin? Wieso? Nee, war der da oben? Keine Ahnung, ich steig mal ab. Okay, haut einfach. Ja, boah, er bleibt da. Ja doch, haut ab. Geh mal weg. Wow. Hast du gerade auf mich geschossen? Kollege! Bist du des Wahnsinns, Mann? Geh sterben. Dreckiger Bastard. Oh, stimmt ja. Komm. Und das war es auch mit meiner Waffe. Okay. Nehme ich direkt die nächste? Nee. Nehme ich das hier. Passt schon. So, wo war jetzt das Schrein? War der da oben? Nee. Doch. Doch, scheinbar schon. Scheinbar schon. Sehen einfach nur aus der Nähe nicht. Das ist das ganze Problem. Alles easy? Nee, war doch nicht hier.
Aber von hier sollte ich einen besseren Überblick haben. Hä? Wo kam ich denn her? Ach, hier ist er, okay. Ich wollte schon sagen, ey. Einfach komplett weg. Verschwunden einfach. Dako Tava Schrein. Alles klar. So, das mit dem Rom ist echt cool. Kann ich gleich mal wieder nutzen, um wieder zurück zur Erinnerung zu kommen. Schon praktisch, schon praktisch. Mich wundert es aber, dass bei der Oase gar kein Schrein war, um sich da mal schnell hinzuporten. Ja, okay, war kein so wichtiger Ort. Gibt es halt nur ein paar Sachen zu kaufen, die jetzt auch nicht so krass sind. Obwohl, die Pfeile sind schon... Kann man gebrauchen. Lange Leitungen. Okay. Bin mal gespannt. Ist es wieder mit Strom oder... Scheint so, das sind ja diese Dinger. Ja, ja, doch. Scheint ganz so. Du bist ein Schwächling. Tschüss. Hält nicht mal einen Schlag aus. Richtiger Lappen. Richtiger Lappen. Oha. Da sind schon mal die langen Leitungen. Ist der verschlagen? Nee. Das bringt nichts. Okay, wie bringe ich das jetzt rüber? Das ist halt die Frage. Okay, bringt schon mal nichts hier. Aber das lässt sich mitnehmen. Ich würde es einfach hoch? Nee. Dafür muss wahrscheinlich das Ding aktiv sein. Okay, damit unterbreche ich den Strom, aber... Kann ich den einfach... dran setzen oder was? Achso, das Ding bewegt sich auch gar nicht mehr. Oh. Aber ist magnetisch, okay. Na dann ist ja alles klar. Also, fast. Ich weiß halt nicht. Warum sind da oben welche? Okay, ich weiß halt nicht, wie ich die Dinge aktiviere. Reicht es, wenn es einfach in der Nähe steht? Ich hoffe es. Und das reicht niemals aus. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Wie man vielleicht merkt. Ich kann natürlich mit dem ein bisschen weiter voran vielleicht zurückfliegen eventuell. Und das reicht aber niemals. Okay, Moment, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wenn das wirklich so funktioniert, dann weiß ich, glaube ich, wie. Okay. Das sollte reichen. Okay, es reicht tatsächlich, wenn das einfach in der Nähe ist. Na dann. So. Alles klar, dann ist alles klar. So, und hier kommen wir hoch, okay. Zu meiner Truhe! Gerade noch gesehen. Mondsäbel. Da kann ich sogar mitnehmen. Das ist natürlich praktisch, das wollte ich nicht. So. Okay. Wir hätten den kleinen Abstecher gemacht. Jetzt weiß ich auch, warum da Gegner sind. Er weiß, was ich auch denken kann. Ich nehme den mal mit. Ich denke mal, ich werde den brauchen. Okay, erstmal verkloppen. Ah, verdammt. Ich dachte, ich schaff's. Daneben, Kumpel. Übelst ausgewichen. Damit hat er nicht gerechnet. So, was haben wir hier? Kann man das ziehen? Nee. Also das sind einfach wieder Schienen. Und da ist eine Truhe. Schön versteckt, aber nicht versteckt genug. Antiker Reaktorkern. Wir müssen aber auch nochmal runterkommen, ne? Da war ja auch nochmal so ein Aufzug. Was kann ich mit denen hier machen? Scheinbar gar nichts.
Okay, warum sind die hier? Ich weiß es nicht. Ich lasse den erstmal da stehen. Ich denke mal, ich werde den noch brauchen, aber... Einfach mal schauen. Hier ist ein Schalter. Was ist da oben noch? Da geht's weiter hoch. Ketten? Was zur Hölle ist das für ein Dungeon? Was ist hier los? Der ist ganz schön umfangreich. Das gefällt mir aber. Okay, das ist der Schalter. Hier bin ich wieder da. Okay. Achso, das ist einfach nur ein Shortcut. Ja. Okay. Wenn es so viel weitergeht, dann... Ja, ich nehme ihn lieber mit. Ich nehme ihn lieber mit. Das ist trotzdem sehr seltsam, vielleicht. Kann ich irgendeinen tatsächlich wegbewegen? Da ist eine Truhe drin oder so. Das sollte er so überprüfen. Das würde ich dem Spiel zutrauen, aber scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Haben wir denn alle Truhen? Nee. Hätte mich auch gewundert. Aber... Komisch, diese Eisenplatten. Moment, reagieren die nicht eigentlich auch auf Strom oder so? Ah, ja! Tun sie. Okay. Ach so, es ist quasi, um die Gegner zu besiegen. Deswegen, ah ja, okay, ich verstehe. Ich verstehe, das macht natürlich Sinn. Ich darf jetzt natürlich nicht sterben. Ich will mich eigentlich auch nicht heilen. Weil am Ende des Dungeons kriege ich halt... des Schreins kriege ich halt eine Komplettheilung, von daher... Okay. Okay. Alles gut. Sagen wir, begeben wir uns einfach weiter hoch. Mit dem Ding. Ich hoffe, es lohnt sich, das mitzunehmen. Mal schauen. Ich wollte sagen. Kann ich das nicht mitnehmen? Bin ich zu schwer oder was? Okay, ich brauche es tatsächlich. Sehr schön. Ah, das ist quasi eine Leitung. Okay, das macht natürlich Sinn. Hat sich das dann in Bewegung gesetzt? Und der fährt hierher, oder? Oder? Ich glaube schon. Yep, in der Tat. Okay. Ich hoffe, ich muss vor der Leitung nicht Angst haben oder so. Er bewegt dich. Nee, ich bin drüber. Alles gut. Dich sollte ich wegschieben. Sonst bleibe ich hier hängen. Passt das? Ja, das passt. Das passt wunderbar. Und da ist eine Truhe, ne? Ja. Als hätte ich es geahnt. Mein Freund. So. Ups. Durchspringen wollte ich es nicht. Ein Sonnenschild. Holy damn. Okay, ich muss erstmal was loswerden. Obwohl, der stärker ist der hier, ne? Lass den vielleicht auch einfach hier. Scheinbar auch nicht so rar, weil diese... Ja, diese Kraftproben kriegt man ja wie Sand am Meer hinterhergeschmissen. So, ich hoffe, ich falle jetzt nicht runter, wenn ich drauf springen will. Kommst du bald her? Ich will den Schrein beenden. Lässt sich ganz schön Zeit. Okay, ich höre ihn. Oder sie, die Platte. Wie auch immer. Okay, wunderschön. Extra ein bisschen Anlauf zur Sicherheit. So, haben wir alle? Nein? Okay, das wundert mich. Ich hätte gedacht, wir haben alle. Okay, ich würde aber sagen, den... Fange ich lieber von vorne an, oder? Anstatt hier wieder zurückzugehen, oder? Obwohl... Ich kann hier runter. Von daher nicht so tragisch. Okay. Moment. Da ist eine Truhe. Ah, hier kann ich noch weiter runter. Ach so ist das. Gewieft. Sehr, sehr gewieft. Okay, Silber Rubin. Hat sich, denke ich, gelohnt. Nein! Als ob! Die anderen warten unendlich lange und der hier fährt einfach weiter. Dreckige Bastard.
Ich glaub's ja nicht. Verarsche. Okay, dann müssen wir halt ein bisschen warten. Ein bisschen warten. So. Dann fahr auch schnell wieder hoch. Okay. Okay, alles gut. Nee, nee. Hier will ich nicht lang. Weiter hoch. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Der oben wird aber wieder unendlich lang warten. Ne, es ist nicht so. Warum auch immer. Ich weiß es nicht, aber es ist nervig ein bisschen. Komm schon, move your ass. Und der andere wird auch ein bisschen auf sich warten lassen. Naja, ein bisschen Geduldsspiel hier. Wir kriegen schon hin. Kriegen wir schon hin. Ne, ist jetzt genau... Ne, ist er nicht, okay. Warum hält er da an? Achso, ja klar. Damit man ein bisschen Zeit zum Reagieren hat, hat er eben auch gemacht. Ich habe es nur nicht wirklich realisiert. Ja, komm. Ja, komm. Beweg dich. Wie hot. Ja, ja, so, geht doch. Okay, weg damit. Schön wegschieben. Bitte nicht elektrisieren, das wäre unschön. Einfach so kurz vorm Ziel einfach sterben. Das wäre uncool. Aber gut, wir haben es geschafft und können wieder volle Heilung. Und unser 11. Zeichen der Bewährung schon, ne? Müssen wir bald nur eintauschen, aber ich denke mal, das mache ich dann, sobald ich in der Gerudo-Stadt angekommen bin. Das hoffentlich nicht mehr allzu lange dauert. Mal schauen, ich habe ja immer noch nicht das Outfit. Ich bin gespannt. So, auf jeden Fall war das ein ziemlich cooler Dungeon. Schrein. Muss ich das sagen? So, da ist direkt mein Taxi. Mein Fluchtfahrzeug. Quasi. Ja, geht doch. Okay. Alles gut. So, in welche Richtung will ich? Na, auf jeden Fall nicht dagegen knallen am besten. Ich glaube erstmal da lang. Das Lager könnte ich noch auseinandernehmen. Theoretisch, vielleicht tue ich es auch einfach mal. Kollege. Kollege. Ja, ich weiß nicht. Ist einer vor mir? Wow, nicht nur einer. Okay, das sind ein bisschen viele. Vielleicht. Eventuell. Okay, warte mal. Autsch. Dann wartet halt nicht. Okay, ist ja gut. Und natürlich heiß. Achso. Ja, das ist natürlich uncool. Ich glaube, ich hau die ab. Oh shit. So viel zu abhauen. Komm schon, komm schon, komm schon, Link. Okay. Okay, Moment. Ja, Link schon ganz dösig. Ist alles kein Problem. Wir können das handeln. Zum Beispiel damit. Ich hab gar nicht mehr so viel, ne? Natürlich noch die kleinen Sachen. Kann man auch gut nehmen. Steckt sich das eigentlich? Ich würde sagen, austesten. Eine Minute? Eine Minute, okay. Es deckt sich nicht. Schade. Wäre eigentlich cool gewesen. Ist mein Fluchtfahrzeug leider weg. Natürlich ein bisschen blöd. Ja, nee, das sind mir gerade echt zu viele. Obwohl... Hier, nehmt mal die Bombenpfeile. Wenn das so viele sind, haben die noch bestimmt eine gute Belohnung, oder? Hoffentlich. Au! Bisschen mit Bombenpfeilen hier arbeiten. Das ist, glaube ich, ganz gut. Kollege, lass es bleiben. Alter. Das war eine ganz gute Explosion. Ja, bist du früh? So, jetzt. Nehmen wir mal was Effektiveres. Wie zum Beispiel das hier. Nee. Das lässt du bleiben, Kumpel. Ups. Hab ich wieder hingeduckt. Okay,
Nach und nach werden wir die mal auseinandernehmen. Das wird schon klappen. Ich sollte aber auch nicht zu viel von denen verwenden. So, der ist weg. Der ist auch weg. So, ein schwarzer. Nein, Link. Nein, was? Als ob der mich erwischt hat. Als ob der mich erwischt hat. Ich glaube, Takt. 10 aufwärts, vielleicht ein bisschen übertrieben. Okay, du bist fast tot. Sehr schön, einer weniger. Nein, weich aus. Okay, hat aber gar nicht zugeschlagen, glaube ich. Wow. Okay, wie das mich nicht erwischt hat, weiß ich auch nicht, aber es war gut. Nein. Fuck. Und fehlverwendet. Mist, das wollte ich eigentlich vermeiden. Okay, das ist alles ein bisschen viel. Das könnte ich theoretisch verwenden. Das sind nur 2. Sind aber leider nur 2. Die kleinen Sachen spare ich mir auch noch auf. Das bringt keine Heilung leider. Komm, dann nehme ich das hier. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Kollege, Kollege, wo willst du hin? Bleib doch hier! Drecksack. Mach nur mal dieses Hit-and-Run-Prinzip, ne? Nein, nein, nein. Nope, nope, nope. Hier. Okay, die hauen wir ab. Du bleibst mal hier, Kollege. Alter, wie er wegfliegt. Kollege, komm doch mal her. Du jetzt nicht unbedingt. Aber geht auch. Theoretisch. Aber der von hinten ist ein bisschen uncool. Also erstmal wegsprengen. Nein, Link, 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 Link. Bleib doch locker. Was machst du denn da? Holy shit. So, tschüss, Leute. So, und du bleibst bitte. Jetzt holen wir ab. Okay, du bleibst zum Glück hier. Dich kann ich ausnocken. Alles gut, ich brauche hier wieder viel zu lange. Das ist der Wahnsinn. So, hier. Ist auch ein Bombenfall. Wenn du mal aufhörst rumzutröten. Aber ich weiß, da ist noch einer, leider. Okay, das Ding ist weg. Nehmen wir doch das Eisschwert wieder. Ja, gegen Schild ist natürlich uncool. Natürlich. Ich wollte eigentlich nach hinten springen. Das war so jetzt nicht unbedingt geplant. Ist wieder ein bisschen wenig. Link! Hatte ich keine Ausdauer mehr? Verdammt. Noch einen Hit sollte ich nicht kassieren, eigentlich. Oh, Leute! Hört mal auf! Hört mal auf mit dem Scheiß! Okay, das war ein bisschen daneben. Kollege, hier. In den Rücken. In den Rücken. Bleib bitte da und kämpft gegen mich. Ja, gut. Genauso habe ich mir das gedacht. Wie viele Feen habe ich jetzt verbraten? Zu viele. Viel zu viele. Ich glaube, ich habe keine mehr. Kann das? Ich wette, ich habe keine mehr. Und ja, sieht ganz aus. Doch, ich habe noch 2. Oh. Krass. Hat so viele? Okay, interessant. Königsschwert ist es sogar. Krass. Okay, dann bleibe ich erstmal bei meinem Eisschwert. So, Kollege. Geh sterben. Mist. So, wunderschöner Headshot. Alles cool. Da sind sogar Feuerfässer. Da war es nur einer. Sehr schön. Oh, Pfeile. Nein, Link. Oh, Mann. Er hatte gerade das Schild vorne, ne? Ich dachte, ja, wäre ich ab. Und dann hockt er sich erstmal wieder hin. Natürlich. Natürlich, was auch sonst, Link. Was auch sonst. Das hätte ich eigentlich mir denken können. So, ich habe kaum noch mal das Essen. Ich sollte mir bald mal wieder was machen. Nope. Lässt du bleiben und bist tot, okay. Bist ja schon tot.
Das hat ja viel zu lange gedauert. Ah nein, in der Hoffnung, dass die irgendwas Cooles dabei haben. Noch ein Königsschwert. Ich habe alle Königsschwerter hier. Die haben auf jeden Fall gute Waffen. Das ist schon mal nice. Alle Königsschwerter tatsächlich. Würde ich gerne ein paar mehr mitnehmen, aber ich habe nicht so viel Platz. Was haben wir hier? Eine Gerudo-Lanze. Die soll ich mal fotografieren. Erstmal weg mit dir. Mal schauen, wie ich das handle. So, kannst du hinlegen. Und lässt sich mal bitte fotografieren. So, wunderschön. Ja, perfekt. Dich haben wir schon, ne? Ne, haben wir nicht. Oh. Gut zu wissen. Bevor es kaputt gegangen ist. So, Königsschwert haben wir aber. Ja. Haben wir dich? Haben wir. Das ist noch ein Königsschwert. Okay, da das schon angeknackst ist, nehme ich einfach ein neues Königsschwert mit. Okay, sollte passen. Ja, die Belohnung war jetzt nicht so berauschend, ehrlich gesagt. Diese Lanze will ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Oder warte, was? Hat das noch einen Boni gehabt oder so? Glaube nicht, ne? Ja. Lame. Braucht kein Schwein. Braucht doch kein Schwein. Ja, nee. Hat sich nicht wirklich gelohnt. Ich hoffe, die haben noch ein paar Pfeile liegen lassen. Das wäre zumindest schön, aber sieht eher schlecht aus. Voll viele Bombenpfeile verbraten und Feen. Belohnung waren eher mau. Schade. So, ich würde aber gerne mein Gefährt mitnehmen. Also ein Gefährt. Okay, das war nur der. Wo haben wir denn hier einen? Da vorne. Muss man sich eigentlich wirklich an die anschleichen oder sind die ein bisschen weniger scheu? Das würde ich gerne mal ausprobieren. Weil jedes Mal sich da anzuschleichen ist vielleicht ein bisschen nervig. Okay, sind scheu. Verdammt. Wie weit hat er ab? Okay, bis dahin. Okay, die hauen zumindest nicht so weit ab. Ich hoffe, das geht auch ohne meine Schicke-Ausrüstung. Ja, bleib schön hier. Bleib schön hier, Kollege. Ja, geht nicht. Geht tatsächlich nicht. Das ist doof. Das ist echt ein bisschen nervig. Okay, damit sollte es eigentlich funktionieren. Haben wir schon vorher geschafft. Okay, mein Hitzeschutz geht bald alle. Okay, let's go. So, und antreiben. Ich hoffe, das verschwendet kein... Also mein Schild nicht so wirklich. Das wäre ein bisschen blöd. Okay, ist wieder heiß. Nee. Geht gerade wieder. Ist auch Abend gerade. Ja, ist gut. So, ein bisschen schneller, bitte. Leider gibt es hier in der Nähe keine. So, wo ist die Erinnerung? Ich dachte gerade, der wäre auf Grundeis gelaufen. Ja, so ein bisschen. Hier ist über Stein. Ist einfach weg. Alles klar. Okay, müsste hier unten gewesen sein. Hallo? Da. Okay. Ausrüstung ändern. Nicht, dass wir anfangen zu frieren. In der Nacht. So, let's go.
coole Szene. Ein bisschen kurz vielleicht. Ich hätte noch gern gesehen, wie er die anderen verprügelt. Und interessant, die Liga gab es auch damals schon. Und die Musik dabei, ey. Voll nice. Das war schön. Das war eine schöne Szene. Definitiv. Fatih, wie weit fortgeschritten war das? Das würde ich gerne noch wissen. Angriff der Jäger. Hier, Erinnerung 7. Ah ja, hier war sie noch ein bisschen... Das war hier Zelda's Zorn, wo die so ein bisschen angepisst war. Und da haben wir sie gerettet und da schien sie so ein bisschen... Oh, der ist ja cool. Der ist ja cool. Ja, und hier, da haben wir uns schon gut verstanden. Also, scheinbar war es so ein bisschen so ein Auslöser dafür. Kann das sein? Kann sein. Hat sie sich ein bisschen uns verguckt? Möglich. Möglich wär's. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir setzen unsere Reise zur Stadt fort. Ja, wunderschön. Aber erst im nächsten Part. Denn der Part ist schon lang genug. So, da vorne ist die Stadt. Der Weg steht offen. Und ja, hier in dem Sturm haben wir alles gefunden. Ist doch relativ lang weg, ne? Ist ganz gut. Ist doch ganz gut. Okay. Ich hoffe mal, in der Stadt werden wir irgendwie fündig. Also außerhalb der Stadt. Also irgendwo. Wir brauchen einen Tipp oder sonstiges. Oder wir müssen selbst irgendwie suchen. Nach Frauenkleider. Tatsächlich. Aber okay, Leute. Das schauen wir uns dann im nächsten Part an. Also, bis dann. Ciao. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Daumen hoch. Außerdem würde ich mich sehr über Kommentare freuen, was euch gefallen hat und was nicht. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Retoxan.